Hallihallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu meinem 242. Kreativtipp, hier wieder live aus meinem Bastelatelier Sablinas Kreativecke in Würlingen. Frisch zurück aus der Skiferien freut es mich, dass ihr wieder dabei seid. Und, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der neue Osterflyer ist da. Erwecke die Frühlingspoesie mit wunderschönen Farben und ganzen Haufen Do-it-yourself Projekt, wo du mit dem kannst gestalten, wo du kannst kreativ werden. Unter anderem gibt es also ein tolles MDF-Balkenschild, wo etwa 84 cm hoch ist mit passenden Flex-Schablonen. Und genau zu dem biete ich auch einen Workshop bei mir im Bastelatelier an. Und wenn du gerne live bei mir dabei sein willst, unbedingt gerade anmelden. Die Platzzahl ist nämlich beschränkt. Aber auch sonst. Wunderschöne Motive, Osterservietten, wie auch neue tolle Kundengeschenke. Alles hat es mit dabei. Und deine Do-it-yourself-Vorführung, entweder via WhatsApp oder bei dir heim, kannst auch bei mir buchen. Ich freue mich auf einen vollen Terminkalender bis zu den Ostern, damit ich alle hier draussen auch kann mit diesen vielen traumhaften Ideen anstecken, wie du eben kannst für Ostern kreativ sein kannst. Aber vorher ist einmal noch Valentinstag und darum habe ich heute euch ein Basteltipp zusammengestellt, wo sich rund ums Thema herzliches Schenken befasst und schnell und einfach aus Sachen, die du sonst wegschiessen würdest, gestaltet ist. Du brauchst dazu verschiedene Sachen. Zum einen Outdoor-Dekorfarben. Ich habe jetzt weiß und schwarz. Tupfschwämmchen und Pinsel. Ganz wichtig ist, dass ihr so einen Bachpinsel habt mit ganz groben Borsten. Dann also eine kleine Aludose. Die habe ich übrigens hier einfach die Etikette weggenommen und den Rest drauf gelassen. Das ist von einem kleinen Mais. Dann ein Tetra-Pack. Das habe ich schon geschält und aufgeklappt. Juterschnur. Der schöne Easy-Stamp for you. Rubelgold und Schneidmaschine. Als erstes tue ich mit der Schneidmaschine aus dem Tetra-Pack hier einen Streifen zuschneiden. Der ist insgesamt, jetzt muss ich gerade noch mal schnell spicken, 6,7 auf 22,3 cm. Wenn es jetzt einfach gerade für so die Dose passt und sonst könnt ihr es auch individuell abmessen. Ich schaue nochmal, dass es etwa von dem Falt zu dem Falt geht. Das macht es nämlich dann ein bisschen einfacher zum Verarbeiten. Und das Rundummaß, ich muss dann mal zuerst in der Länge noch abschneiden und dann schaue ich, wenn ich viel Überschüssiges habe, und ich es einfach noch kürzen. Hier ist jetzt aber mit dieser Länge gerade perfekt. Einfach, dass ihr so wisst, ihr müsst nicht immer genau die Messe zur Hand haben. Ihr könnt das auch gut und ohne Probleme selber abmessen. Jetzt tue ich zuerst mit Outdoor-Dekor Weiss das Ganze noch ein bisschen brushen. Dazu nehme ich den Bachpinsel und tue hier die überschüssige Farbe ganz gut wieder am Rand abstreichen. Und dann fahre ich hier drüber, um das Ganze so ein bisschen im Shabby-Look zu machen. Und ein bisschen interessanter gestalten. Wenn ich das Gefühl habe, es ist fast ein bisschen zu wenig Farbe, kann ich das einfach vom Rand wieder holen. So. Und dann nehme ich mir den Easy Stamp, Outdoor Deco in Schwarz, das Tupfschwämmchen, das Tupfschwämmchen in die Farbe eindünkeln, ja, ein bisschen mehr abstreichen, den Deckel einarbeiten und dann gehe ich den ganzen Easy Stamp betupfen mit Outdoor Deco Schwarz und dann das hier abstempeln, wegnehmen. Und auf dem Untergrund abrubbeln. Und jetzt kann ich hier mit einem normalen Pinsel auch oben und unten noch schauen, die Dose anmalen. Einfach den Rand. So. Vielleicht auch noch ein bisschen drin. Je nachdem, was man reinstellt, dass der obere Rand auch noch ein bisschen Farbe dran hat. So. Und unten mache ich dasselbe. Hier merke ich gerade, ich hätte vermutlich noch einen Zeitraffer vorbereiten sollen.
Ich zeige es euch noch an euch, wie das es weitergeht. Und du es dann einfach im Nachgang noch ein bisschen ausbessern. Beziehungsweise anhand schon vorbereiteter Sachen zeigen. Jetzt nehme ich mir den Rubelgall, du hinten drauf Rubelgall aufstreichen. Und jetzt muss ich mich ganz kurz entschuldigen, das habe ich vorbereitet. So. Dann das Ganze um die Aludose rundherum. Ein Bändchen rundherum. Wer will, kann hier auch noch mit der Glanzfolie Highlights setzen. Und dann irgendetwas rein tun, das gerade zu dieser Person passt und er es gerne verschenken will. Ja, ich hoffe, du bist inspiriert von dieser Idee. Und Gonis hat auch eine Valentinsaktion. Und zwar gibt es aber einen Bestellwert von 90 Franken, solange Vorrat reicht, bis Maximum am Valentinstag. Das Easy Stamp Set mit 3 verschiedenen Herzen im Wert von 32,70 Franken. Einfach gratis dazu. Also unbedingt jetzt Material bestellen, aus dem Osterflyer oder auch sonst. Und dann die Stempel abräumen. Ein Hinweis habe ich noch. Gonis zeigt nämlich Herz und spendet zu der Stiftung Wunderlampe. Und im Februar macht Gonis da mit 1,50 Franken pro verkauftem Balkenschild-Set. Darum eben, entweder zu meinem Workshop anmelden, dann kommt es dann auch zu gut, oder das Balkenschild einfach so aufstellen. Ja, und jetzt wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter sollte ja mega mitspielen. Geniessen, erholt euch gut, bleibt gesund und bis gleich. Tschüss miteinander.